Mordor ist das Reich des dunklen Herrschers Sauron. Er herrscht über das Land und alle, die es betreten. Sauron überzieht ganz Mittelerde mit Krieg. Wenn ihn niemand aufhält, versinken alle freien Länder in der Dunkelheit. Heute ist der Halbling Frodo Beutlin der Ringträger. Er wandert in Begleitung einer Gemeinschaft aus Vertretern der freien Völker Mittelerdes nach Mordor, um den Ring in den Feuern des Schicksalsberges zu vernichten. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt von mir, Bachus. Ich spiele Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde 1 im Edain-Mod. Aber heute bin ich nicht alleine. Ich habe hier noch jemanden mit dabei, wenn du dich bitte vorstellen willst. Jo, servus, ich bin der Quavus und werde so ein bisschen den Gastkommentator abgeben. Weil ich ja nicht sehen kann, was der Bachus jetzt hier genau macht. Ich aber die Kampagne schon relativ gut kenne und so halt auch viel dazu sagen kann. Jo, dann wollen wir auch gleich mal anfangen. Wir spielen hier die gute Kampagne. Dazu muss man sagen, ich spiele sie auf leicht. Das hat aber auch einen bestimmten Grund. Und zwar wegen diesem Edain-Mod, den ich schon angesprochen habe. Kurz die Fresse halten. Heute ein mit Orks verpestetes Labyrinth. Ja, und es sollte eine Mine sein, die Mine von Moria. Ja, jetzt wohl nicht mehr. Ja, um darauf zurückzukommen, es sollte eigentlich, wer den Edain-Mod kennt, weiß, von was ich rede, dass der Edain-Mod ein paar Veränderungen bringt, auch in der Kampagne, dass das Ganze einfach ein wenig schwerer wird, weil, naja, massige an Gegnern, so kann man es eigentlich sagen, und dann weiß man eigentlich schon, was los ist. Deswegen auch auf leicht, damit wir auch hier halbwegs gut durchkommen. Vielleicht spiele ich es auch mal so auf normal durch, um mal vielleicht einfach abzurangen, wenn ich gerade Lust drauf habe. Ja, jetzt sind wir hier in Moria und ihr kennt das ja alle, wenn ihr Herr der Ringe bereits gesehen habt, also den Film, wie es hier in Moria abgegangen ist. Das werden wir jetzt einfach mal nachspielen und dann schauen wir mal, wie wir durch die Story durchkommen. Ich hätte dazu gesagt, ich versuche alles zu zeigen, also alle Schlachten. Das wird nur nicht ganz so einfach werden, weil das sollen 20-Minuten-Parts werden. Und ich hatte auch schon im normalen Schlacht um Mittelerde 1 immer die Angewohnheit, viel zu spielen. Also für eine pipi einfache Mission einfach mal kurz 2 Stunden zu brauchen, einfach nur, weil ich Lust dazu hatte. Eieiei. Aber okay, jetzt haben wir hier unsere Gemeinschaft. Bestehend aus den Hobbits, Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli, Boromir und den Hobbits. Und damit werden wir uns jetzt mal in die Mine begeben. Wir hätten niemals herkommen dürfen. Lasst uns hoffen, dass unsere Gegenwart unbemerkt ist. Gute Idee. Das würde ich auch sagen. Hier drüben haben wir einen Schatz, wie man schon gesehen hat, ein Veteranen-Upgrade. Das werde ich benutzen, um meine Hobbits ein Level aufsteigen zu lassen, weil ich immer ein kleines Problem habe, die überhaupt aufsteigen zu lassen. Deswegen bin ich ganz froh, wenn ich solche Dinge einfach mal habe. Ich hoffe doch, was zu essen. Ja, nein, es ist nichts zu essen. Nicht auf Gold oder Edelstein, sondern auf Mithril. Ja, Mithril, das leicht zu schmiedende Erz, welches den härtesten Stahl für Schwerter und Rüstungen liefert. Leise, hier sind Orks. Vernichtet sie alle! Ja, man muss dazu sagen, er hat den Edain-Mod noch nicht mal so richtig angefangen zu spielen. Ja, also wir haben schon ein bisschen hier Multiplayer gespielt und der Edain-Mod hat da auch andere Vorteile bzw. andere Einheiten hat er auch. Und ja, was das angeht, bin ich bereits im Bilde. Der Rest werden wir doch rausfinden. Aber ich hoffe mal, wenn da hier der Quabus ein bisschen öfters dabei ist, dass der auch ein bisschen Auskunft geben kann, weil der hat ja schon ein bisschen länger das Ding gespielt und der kann da auch eher Auskunft geben als ich. Ich meine, ich kenne zwar das Spiel an sich, aber jetzt eben über diesen Mod weiß ich nichts. Zumindest nicht so arg viel. Schläft niemals.
Ja, bin gerade selber dabei, ein bisschen an der Kampagne rumzuspielen noch. Ja, das ist schon mal gut. Jetzt benutzen wir mal Gandalfs Fähigkeit. Die haben ja alle auch ein paar Fähigkeiten. Warum auch immer Gandalf jetzt nicht das gemacht hat, was er eigentlich hätte machen sollen. Naja. So, das nehmen wir mit. Legolas kommt auch mit. Der hat auch noch Zeit. Gut. Wir sollten zur Pforte von Rohan. Was war das? So, jetzt benutze ich einfach mal Legolas, den Fernkämpfer, um diesen Troll hier zu vernichten. Was ihm jetzt so viel gar nicht ausgemacht hat. Oh, das muss wehgetan haben. Wir müssen kämpfen. Da! Ist das ein Troll? Ja, das ist ein Troll. Sie haben Pfeile. Eieiei, da kommt was auf dich zu. Da kommt was auf dich zu. Ja, ich sehe es auch schon kommen, also. Naja. Okay. Dann erstmal die ganzen Hobbits, das ist gut. Eine glückliche Fügung für unsere Gemeinschaft. Aragorn weiß nicht mal was. Ach nein, das kommentiere ich jetzt einfach nicht. Aragorn hat einfach nur keine Ahnung, aber er labert halt einfach. An diese Stelle kann ich mich nicht erinnern. Eindringlinge! Legolas! Hinter Attacke! Dir! Also jetzt hier kann man eigentlich schon sehen, dass jetzt hier viel mehr Gegner dastehen wie im eigentlichen Schlacht um Mittelerde. Schön, Gandalf ist Level 2. Klasse. Deswegen, wir sind bei dir, Aragorn. Wo zum Geier wollte ich denn jetzt als nächstes hin? Ich glaube darüber. Was ist das für ein Ort? Es ist ein anderer Ort. Aragorn, pass auf! Es ist dein Ort, es ist mein Ort. So, diesen Schatz habe ich für Boromir vorgesehen. Oder nehme ich doch lieber Gimli? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube lieber Gimli, weil Boromir ist schon kurz davor, das Level 2 zu erreichen. Deswegen kriegt das jetzt Gimli. Ganz der Stratege. Ganz der Stratege. Nein, ich bin eigentlich nur darauf, ob ich die Bonusmission hier zu machen. Also hier den Bonus steige mit allen Helden in Stufe 2 auf und finde 5 Schätze. Gut, die Schätze werden jetzt so schwer nicht sein. Aber die Helden eben manchmal, die leveln ein bisschen scheiße. Weil Helden wie Legolas und Aragorn und vor allem Gandalf, wenn man mit seinem Magierstoß arbeitet, recht schnell leveln und die anderen dann immer so ein bisschen zurückbleiben. Und das ist nicht so schön. Aber gut, dass du es schon mal gesagt hast, denn Strategie, es ist ja ein Strategiespiel und das ist eigentlich das A und O hier drin. Jetzt kann man hier unten auch schon sehen, eine Stelle aus dem Film, wie Gimli hier in das Grab reinkommt. Ich werde die ganze Zeit unterbrochen, klasse, hey. Wir dürfen hier nicht verweilen. Ja, mein Gandalf ist Stufe 10 aufgestiegen. Oh ja, Gandalf von Stufe 10, das ist richtig hart. Denn der kann dann eine Fähigkeit, die einzigartig ist, so gesehen in der Story. Ich liebe diese Fähigkeit, ich liebe sie. Jetzt hat Gimli den Sprung angewendet, den er eigentlich erst auf Level 3 kann. Jetzt gucken wir mal, dass wir die hier so schnell wie möglich töten, denn da in der rissigen Wand kann man schon sehen, da geht es nachher weiter. Naja, noch haben wir das Lager nicht gefunden. Welches Lager? Von unseren Feinden. Gibt's bei dir ja noch nicht. Nee, dass du noch in Moria festsitzt. Ja, nicht mehr lange. Zumindest sollte es nicht so lange dauern. Ja, Strategiespiel. Darauf wollte ich die ganze Zeit zu sprechen kommen. Wir werden später Festungen haben. Oder auch Lager, oder auch manchmal nur Vorposten. Das kommt ganz drauf an, in welchem Land wir gerade kämpfen. Und da ist dann unser Ziel, Truppen auszubilden, das Lager, Schrägstrich Festung des Feindes zu finden und die auszuschalten.
Deswegen ist das hier jetzt ein bisschen, ja. Das ist nicht so, dass diese Ausnahme hier bestätigt eigentlich die Regel. Es gibt immer mal wieder solche Parts, wo man dann wirklich nur mit den Helden was macht. Ich kann mich zum Beispiel auch noch an die Hügel von Amon Hen erinnern. Wo man, wenn man schlecht genug war, Boromir verloren hat. Und ich habe mir sagen lassen, deswegen auch nochmal, warum ich leicht spiele. Weil anscheinend an diesem Hügel von Amon Hen, wenn man den Edain-Mod auf Mittel spielt, eigentlich keine andere Wahl hat, als Boromir zu verlieren. Ja, so ähnlich, ja. Jetzt könnten sie aber ruhig mal kommen. Oder auch nicht. Ich meine. Jetzt bin ich verwirrt. Wir sind überall die ganzen. Aber der Troll kommt noch nicht. Was ist denn jetzt los? Kommen sie nicht? Nö. Dann musst du dein Spiel nochmal beenden und neu starten. Na super. Gut, dann mache ich hier schnell einen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Inzwischen sollte es funktionieren. Die haben jetzt hier einen Höhlentroll gerufen. Aber dieser Sache werden wir sicherlich auch Herr werden. Ich bin ein Diener des geheimen Feuers. Muss. Das geht schon, aber man merkt jetzt hier schon, wie viele Einheiten hier einfach reinkommen. Und das zu diesem Zeitpunkt schon. Ich meine nicht, dass es jetzt für die Helden irgendwie problematisch wäre oder so, ne? Die kloppen sich da einfach durch, denen ist es egal. Aber trotzdem, hätten wir jetzt hier normale Einheiten, denke ich mal, dass es schon sehr viel schwerer werden würde. Ich bin ein Diener des geheimen Freiheit. Beachtlich ist auch, wie verdammt schnell sich Gandalfs Blitzschwert wieder auflädt, welches im Edain-Mod Glamdring heißt. Und jetzt geht's erstmal weiter, super. Oh, mehrere Trolle. Legolas, da gehst du bitte mal kurz weg. Das können wir so nicht machen. Meine Axt wartet auf deine Fresse. Ja, nett gesagt, Gimli, nett gesagt. So, das sieht ja gut aus. Den Troll lassen wir jetzt mal rumragen, bis er tot ist. Was jetzt der Fall ist. Dann sammeln wir uns mal schnell. Ja, da werden wir jetzt gleich hingehen. Vorher wird Aragorn uns noch mit Königskraut heilen. Königskraut, da kann man bestimmt eine super Suppe draus machen. Verdammt. Das glaube ich zwar weniger, aber... Alter, ich habe schon wieder Hunger. Ich bin ein Diener des geheimen Freiheits. Aber immer diese Aktionen von Legolas und Gimli. Jetzt bin ich im Vorteil, Herr Elf. Ja, 51, 52. Seid ihr sicher, dass ihr Schritt halten könnt? Klasse. Ich habe das auch in den Filmen immer geliebt, hey. Vor allem die Stelle an, lass uns mal, ich glaube, ja, bei Minas Tirith, wo Legolas dann den Olifanten umlegt und Gimli dann nur meint, der zählt aber trotzdem bloß als einer. Ja, zählt er halt nur als einer. Ist ja nicht so schlimm. Ja, aber ist halt ein Riesenviech. Ja, schon. War ja aber auch nur einer davon. Das ist schon richtig, aber ich bin der Meinung, dass der schon da einen Bonus kassieren sollte. So, jetzt werde ich Gandalf nochmal dieses Veteranen-Upgrade hier geben. Dann ist er nämlich Level 4. Oder er nimmt sich's einfach gar nicht. Das ist auch sehr interessant. Wem gebe ich das denn dann? Ich könnte es Aragorn geben. Gimli würde auch was Gutes damit anfangen. Was ist das für eine neue Teufelei? Ein Balrog von Morgoth. Okay, wem gebe ich das denn jetzt? Ich glaube, ich gebe es Legolas, das ist gut. Ja, sollen wir mal Legolas nehmen. Jetzt lass bitte erstmal das Veteranen-Upgrade nehmen. Oh, das ist gut. Habe ich jetzt einfach auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass das Gandalf einfach nicht nimmt. Voll der Bock, Alter. Nimmt sich das einfach nicht. Was ist das für einer?
so. Der will halt nicht. Ja, ist schon komisch hier. Die Brücke ist nah. Weiter, weiter. Ja. Mein Körper, also ich hab's hier gerade echt schwer, mich durchzukämpfen. Bleib nicht zurück! Ja, Ida-Mod ist doch klar. Ja, richtig. Da kommen auch schon HA drims. Ich mag die einfach nicht, ey. So. Wir kämpfen uns unseren Weg hier durch. Das sieht ganz gut aus. Jetzt kämpfen wir gleich gegen den Balrog. Beziehungsweise eigentlich tut es nur Gandalf. Deswegen war es wichtig, dass er mindestens Stufe 2 erreicht. Der Ausgang ist nah. Halli, hallo, hallöchen. Ein Balrog. Ich kann. Ach, Aragorn hat auch Stufe 10 erreicht. Das ist dann natürlich fetten Vorteil. So. Ich bin ein Diener des geheimen Feuers. Jetzt geht's los gegen den Balrog. Du kannst nicht vorbei. Was auch immer der Typ da drüben will, aber okay. Ich bin ein Diener des geheimen Feuers. Gebiete über die Flamme von Arnor. So. Finde ich eigentlich als Bosskampf relativ geil. Wobei man eigentlich nur, ne, wegrennen muss, warten muss, bis Glamdring wieder einsetzbar ist und dann einfach wieder einsetzen. Dafür ist es ein bisschen einfach, aber trotzdem irgendwie cool. Jetzt einfach nur mal geschwind gegen den Balrog zu kämpfen. Was einem, wenn man Pech hat, ja. Ich weiß nicht, wie das ist. Im Edain-Mod, ob der Feind den Balrog einsetzt. Das kann ich dir nicht sagen, weil ich leider noch nicht so weit bin. Ja, also auf jeden Fall andere Sachen setzt du auf jeden Fall ein, wie zum Beispiel Auge Saurons und verdorbenes Land, soweit ich weiß. Ja, richtig. Also würde schon Sinn machen. So, jetzt dürfte es glaube ich auch schon gewesen sein. Wenn ich Glück habe. Ja, ich habe Glück, sehr schön. Der Balrog von Moria ist nicht mehr. Nach dem Sieg über den Balrog setzte die Gemeinschaft ihre gefährliche Reise fort. So, eine erfolgreiche erste Mission. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt kriegen wir später noch unsere Punkte. Wir haben alles erledigt, alle Helden sind aufgestiegen. Andere Soldaten hatten wir keine. Wir haben den Gesamtsieg geholt. Können wir hier nochmal alles sehen. Gandalf hat natürlich mal wieder am meisten Gegner erledigt. Ja, wie es halt immer so ist. Ja, später wird es aber Legolas sein. Und wir sind aus Moria entkommen. Während sich der Schatten als nächstes würden wir Eomirs Armee spielen und irgendeine ein Rohan-Gebiet verteidigen. Aber das heben wir uns für den nächsten Part auf. Ich würde mich für alles bedanken, wie Like und ein Abonnement. Ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.